die Bäume schaut, da ist die Sonne noch fast weiß. Und ich lasse in meine Augen reinscheinen und sie macht mir nichts. Aber ich weiß, was sie in mir macht. Und dann denke ich an Gott und wie schön es ist, dass ich eigentlich gesund bin, dass ich eigentlich dankbar sein muss. Das ist für mich Meditation. Und ihr habt bestimmt auch eure Art der Meditation, wo nichts kostet. Atmung ist das zweite kostbare Geschenk. Atmung ist Leben. Wir haben 35.000 Milliarden Zellen in uns. Der Mensch hat vielleicht gerade mal eine richtig einmal erforscht und entwickelt. Oder mit der DNS und so, das wisst ihr bestimmt alles. Atmen wir richtig, wenn Atmen so wichtig ist, atmen wir nicht nur hier oben, vor allem wenn wir aufgeregt sind, atmen wir mit Brust und Bauch, wir können das lernen. Da kommt der Bauch raus, Brust kommt raus und dann atmen wir wieder lang aus. Kostet uns nichts, aber der Atem ist lebenswichtig und bringt uns wieder Leben. Dann haben wir die Bewegung. Für Bewegung wird heute viel Geld ausgegeben. Wir können raus in die Natur. Raus in die Natur. Suchen wieder den Kontakt mit der Natur. Probleme, die vorher so groß waren, die sind nachher so klein. So klein. Wenn ich ein Problem habe, ich gehe raus in meinen Wald, 5 Minuten weg von mir. Und hinterher ist alles viel kleiner. Ernährung ist das vierte, wo nichts kostet. Natürlich müssen wir für unsere Lebensmittel bezahlen. Was sind uns unsere Lebensmittel wert? Mittel zum Leben. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen nicht viel. Dinkel enthält zum Beispiel alle 45 Bestandteile, die wir Menschen zum Leben brauchen. Wir brauchen keine Calcium-Tablette schlucken, kein Magnesium und weißer Teufel, was wir alles noch schlucken. Ernähren wir uns gesund? Gemüse, gekochtes Gemüse, Obst, viel trinken. Und dann natürlich auch mal ein schönes Stück Fleisch, da ist gar nichts einzuwenden, aber achten wir auf unsere Mittel zum Leben. Entspannung ist Nummer 5. Entspannung kann für viele Menschen anders aussehen. Für Dieter war Entspannung, wenn er mit seinen Kindern zusammen war, mit seiner Frau, mit seinem Sägewerk, mit seinem Garten, mit seinen Tieren. Als er starb, hat er sich auch von seinen Tieren verabschieden müssen, gell? Die er hinterlassen hat. Die hat er geliebt. Jeder, der Tiere hat, weiß das, was das bedeutet. Für jeden sieht Entspannung anders aus. Der eine geht eben in den Wald, der andere geht in Urlaub. Der andere liegt in seinem schönen Garten und freut sich da, dass er sich sonnen kann und die Sonne genießen kann und sich's gut gehen lassen kann. Suchen wir die Entspannung. Das ist ganz arg wichtig. Wenn wir viel arbeiten, brauchen wir viel Ruhe. Das Immunsystem erholt sich in der Ruhe. Heute ist die Medizin so weit, dass sie sagt, wir werden nicht krank, wenn wir ein gesundes Immunsystem haben. Also, werde ich Schulmedizin arbeitslos? Lasst euch mal diesen Gedanken durch den Kopf gehen. Mit seinem Lächeln auf dem Totenbett, was mich irgendwie besonders angestrahlt hat und wo ich auch einfach die Wärme noch spürte, die Anteilnahme an uns Menschen, wollte Dieter uns bestimmt noch ermuntern. Geht getrost mit Gottes Hand und Führung in der einmaligen Methode Dorn weiterhin vorwärts. Nur dann werden wir Erfolg haben und die Menschen werden zu uns kommen. Sie werden uns lieben, nicht weil wir einen Mercedes fahren oder 10 Pferde im Stall haben oder egal was für Reichtümer. Wenn es jemand kann, passt es. Aber sie lieben uns, weil wir einfach sind, weil wir den Menschen lieben. Wir lieben die Menschen so, wie der Dieter sie auch geliebt hat. Und wir wollen ihnen helfen, sie begleiten.
Geht getrost mit Gottes Hand, das müssen wir uns mal merken, den Satz. Denken wir immer daran, das möchte ich jetzt euch zum Abschluss sagen. Denken wir immer daran, Dieter Dorn hätte mit seiner Methode viel Geld machen können, wenn er seine Methode patentieren hätte lassen. Aber er ließ sie dem Volk. Er ließ sie dem Volk als freie Methode aus dem Volk stammend. Gehört sie den Menschen und da soll sie auch bleiben. Zur Gesundwerdung, zur Gesunderhaltung und Freiheit. Und jetzt möchte ich euch mal noch ganz kurz in einer Minute aus dem Buch, das hat es mir ganz besonders angetan, weil da schreibt er auch über die Heiler und über alles, was wir wissen müssen sollten, schreibt Dieter Dorn. Ich lese die Bücher manchmal 3-4 Mal und jedes Mal denke ich, was habe ich eigentlich vorher gelesen? Wir gehen doch immer weiter, wir sehen das nachher von einem ganz anderen Gesichtspunkt. Und da schreibt er aus seinem Erfahrungsschatz. Er hat nämlich festgestellt, wie meine eigene Erfahrung zeigt, können Schulmediziner und Erfahrungsheilkunde, eben auch Naturheilkunde, Naturwissen, durchaus zusammenarbeiten und im besten Sinne Hand in Hand arbeiten. Das ist schon immer mein Wunsch und spricht mir hier aus dem Herzen. Warum kann die Schulmedizin nicht mit uns zusammenarbeiten und mit dem Naturheilkunde, frage ich mich oft, obwohl ich keine Probleme hatte und habe mit den Ärzten. Es kommt immer darauf an, wie begegne ich ihnen. Aber woran liegt es? Vielleicht wollen sie es gar nicht. Die Pharmaindustrie, die Schulmedizin ist so groß, so mächtig. Sie macht Milliarden Umsatz im Jahr. Da sind wir hundsarm dagegen. Bedenken wir auch das einmal. Gell? Also mein Vortrag ist zu Ende. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir zugehört habt. Es war einfach, über Dieter Dorns Leben zu sprechen. Ich weiß eigentlich alles, habe es im Kopf, im Herz, aber das Leben in einen Stundenvortrag reinzupacken, das war so schwierig. Aber ich habe es versucht. Dankeschön.